Wie ein Engel fliegst du in mein Herz. Hallo, ich bin Timo Engel und ich möchte euch heute mein aktuelles Album Wie ein Engel vorstellen. Zur Musik gekommen bin ich durch meinen Vater und meinen Bruder. Die sind beide Berufsmusiker und wir hatten zu Hause immer so ein Klavier zu stehen. Da habe ich dann als Kind schon angefangen, drauf rumzuklimpern und habe dann mit circa 7 Jahren angefangen, Geige zu spielen. Und später habe ich mich ein bisschen am Schlagzeug ausprobiert. Und mit 14, 15 habe ich dann das Singen für mich entdeckt und habe kurz danach auch meine ersten eigenen Titel geschrieben. Auf Timo Engel kam ich im Laufe des Schreibens für mein aktuelles Album Wie ein Engel. Und ich habe halt gemerkt, dass ich mich mit Themen auseinandergesetzt habe in den Songs. Wie Himmel, Liebe, Wunder, Frieden. Sehr gefühlvolle Dinge halt. Und da fand ich, dass der Name Engel einfach wunderbar an diese Stimmung passt. Der weiße Strand von Capri war uns schon so vertraut. Meine Songs entstehen eigentlich überall. Ich habe immer mein Handy dabei und da ist ein Diktiergerät drauf. Da singe ich dann meine Ideen drauf, die ich so im Laufe des Tages habe. Ich habe unter anderem auch viel geschrieben, als ich mit den Zipfelbuben noch unterwegs war. Im Tourbus oder im Hotel. Und da sind auch 6 der Songs entstanden, die jetzt auf dem Album mit drauf sind. Unter anderem die erste Single Wie ein Engel. Und ich wusste damals halt noch nicht, wofür ich das schreibe, für wen ich das schreiben würde. Und als es dann mit den Zipfelbuben vorbei war, wurde mir klar, dass ich mir selbst die Songs auf den Leib geschrieben habe. Und das war der erste Schritt zu meinem Album. Und dieser Abschied fällt so schwer. Die Albumaufnahmen, die liefen sehr, sehr gut. Dadurch, dass ich eben vorher schon jahrelang geschrieben habe, kam ich mit ca. 30 Ideen ins Studio und aus diesen 30 Ideen konnte ich dann gemeinsam mit dem Produzententeam die besten 15 auswählen. Die Zeit mit dir war wunderschön. Das muss der Himmel sein. Meinen größten Traum habe ich mir gerade erfüllt. Ich wollte immer ein Soloalbum aufnehmen und das habe ich jetzt getan. Und natürlich gab es vorher auch schon 3 Alben mit den Zipfelbuben und ich konnte glücklicherweise tolle Erfolge damit feiern. Wir waren in den Top 10, wir waren für den Echo nominiert, aber das hier ist jetzt was anderes. Das ist eine Herzensangelegenheit und das bin wirklich ich. Privat gibt's natürlich auch noch ein paar familiäre Träume, die sind aber privat. Wie ein Engel fliegst du in mein Herz. Wie ein Engel ist für mich ein ganz besonderer Song. Er ist nicht nur Albumtitel, sondern auch die erste Single. Und er handelt von der großen, wahren, einzigen Liebe, die sich so überirdisch anfühlt, als wenn sie nicht von dieser Welt wäre. Wie ein Engel eben. Arrivederci Giulia ist ein sehr schönes, aber auch trauriges Lied. Und es handelt von der großen Sommerliebe. Und die beiden Liebenden hoffen, dass diese Liebe für immer halten wird, aber wissen doch insgeheim, dass am Ende des Sommers mit der letzten Wärme diese Liebe vergehen wird. Aloha, Aloha. Das Schiff Aloha He steht sinnbildlich für den Frieden, wie die weiße Taube. Und jeder, der seinen inneren Frieden gefunden hat, der wird auch einmal im Leben dem Schiff Aloha He begegnen und wird sehen, dass es den Hafen in seinem Herzen findet. Man sagt, es bringt den Frieden mit, das Schiff Aloha He. Ich hab alles, denn nur du bist der größte Schatz der Welt. Der größte Schatz der Welt erzählt davon, dass man keinen wirklichen Reichtum braucht. Man braucht keine Diamanten, kein Gold, kein Geld. Doch das, was man wirklich braucht, das ist die Liebe. Kein anderer wird diesen Rhythmus hier fühlen. So. Tanz noch einmal mit mir ist das einzige Cover auf dem Album. Im Original heißt der Song Save the Last Dance for Me von Ben E. King und den Drifters.
Und das ist ein Song, der hat mich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Tanz noch einmal mit mir. In Wunder sind keine Märchen geht es um die alltäglichen kleinen Wunder, die es wirklich gibt und die man aber so häufig übersieht. Und schon beim Schreiben hatte ich die Vision, diesen Song mit Kindern aufzunehmen, weil Kinder einfach das größte Wunder auf dieser Welt sind. Und ich bin froh, dass wir das realisieren konnten. Sind keine Märchen an deiner Seite, fühle ich mich daheim. An deiner Seite erzählt davon, dass man oft in der Ferne sein Glück sucht, am anderen Ende der Welt, oder man greift halt nach den Sternen und vergisst aber dabei, dass eigentlich direkt vor dir das Glück liegt, und zwar direkt an deiner Seite. Nur an deiner Seite, nur da ist mein Platz, du hast dein Herz aus Gold. Jeder von uns kennt bestimmt eine Person, der er unbedingt mal Danke sagen möchte. Danke dafür, dass du immer für mich da bist, dass du immer zu mir stehst. Und genau darum geht's in Herz aus Gold. Du hast dein Herz aus Gold. Meinen Fans möchte ich als allererstes eins sagen, und zwar danke. Danke für die ganzen Jahre, die wir bisher erlebt haben. Und dafür, dass ihr immer da wart und mit mir die Liebe zur Musik geteilt habt. Ich freue mich drauf, euch eine ganz neue Seite von mir zeigen zu können. Und ich freue mich auch auf die spannende Zeit, die jetzt kommt. Dein Herz aus Gold.